Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meinem Telefon. Draußen ist gerade echt Mistwetter, deswegen teste ich jetzt eine Garten-App mit euch und ich kann euch schon verraten, dass ich einen Trick gefunden habe, wie wir diese App als vollwertige Planungs- und/oder Dokumentationshilfe für unseren Garten nutzen können, ohne Geld zu bezahlen. Ich habe die App jetzt hier im Play Store gefunden. Für andere Betriebssysteme als Android müsstet ihr bitte selber mal schauen, ob es die da auch gibt. Die heißt Gartenplaner fürs Gemüsebeet und die ziehen wir uns jetzt mal aufs Gerät. Die App kostet nichts und ich kann die jetzt einfach bei mir öffnen und sehe jetzt erstmal den Verlauf der Versionen. Ist für mich in Ordnung. Und wir sehen hier den Gartenplaner fürs Gemüsebeet. Als allererstes sehen wir links oben in dem Reiter, der gerade gelb markiert ist, wir sind auf der Gemüseliste. Und hier gibt es schon wunderbare Vorgaben an Gemüsen, die wir im Garten vielleicht anbauen wollen. Zum Beispiel den Basilikum. Hier sehen wir auch, dass es Zusatzinformationen gibt zur Aussaat, auch zur Ernte, wie viele Nährstoffe er braucht und dann noch etwas im Text. Und auch gute und schlechte Nachbarn sind hier empfohlen. Hier können wir auch sogar noch weiterschauen. Wenn wir hier jetzt reingehen wollen und noch etwas zum Feldsalat erfahren möchten, sehen wir schon, dass wir auf die Bezahlschranke stoßen. Aber wie wir das umgehen können, erfahrt ihr später in meinem Trick. Den Basilikum füge ich jetzt auf meine Liste rechts oben hinzu und schaue mich weiter in der Gemüseliste um. Tomaten werde ich auch auf jeden Fall anbauen. Auch hier gibt es jede Menge gute und schlechte Nachbarn in der Übersicht. Und auch hier sehen wir, was vorgeschlagen ist an Pflanzabständen und für den Standort und die Aussaat und Ernte. Auch die Tomaten kommen auf meine Liste. In diesem Jahr sind auf jeden Fall auch noch Kartoffeln dran. Die füge ich jetzt ja auch noch mit hinzu. Und dann schauen wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Wir sehen, dass weiter unten die Bilder etwas blasser werden. Und das ist dann auch wieder die Schranke, wo wir für die volle Information über die Gemüsesorten und das Obst und die Kräuter und den Salat ja die 2,99 € bezahlen können. Oder ihr folgt meinem Trick. Als nächstes sehen wir hier oben, dass ich drei Pflanzen schon in meine Gemüseliste hinzugefügt habe. Wir sehen hier aber auch, dass wir eigene Sorten hinzufügen können. Und genau da liegt auch der Trick für diese App. Denn unter den eigenen Sorten haben wir den Vorteil, dass wir hier eine Vorlage übernehmen können. Und hier sind dann plötzlich alle Pflanzen, auch die, die eigentlich die 3 Euro erst die Infos freischalten, für die Vorlagen mit dabei. Ich weiß genau zum Beispiel, dass der Zuckermais einer von denen ist, der Geld kostet. Den klicke ich jetzt mal an und dann sehen wir, dass es alle Informationen übernimmt. Wir könnten hier sogar noch ergänzen und eine konkretere Sorte eingeben und wir könnten hier sogar auf eigene Wünsche, wie wir das gerne hätten, den Aussaatzeitpunkt zum Beispiel verschieben und je nachdem natürlich auch, wann wir den vorhaben zu ernten und in der Tabelle angezeigt bekommen haben wollen. Von daher finde ich das eine gute Möglichkeit, diese Sorten sogar nochmal auf individuelle Vorlieben anzupassen. Denn zum Beispiel in den Tomaten ist mir das Wort Tomate schon zu unkonkret. Da könnte ich jetzt einfach die Vorlage übernehmen. Ist das hier alphabetisch? Ja. Tomate. Und dann mache ich jetzt hier zum Beispiel noch eine spezielle Sorte draus. Zum Beispiel die Golden Princess. Den Rest kann ich jetzt so lassen und ich könnte sogar noch das Foto anpassen. Und schon habe ich hier meine Golden Princess mit in meiner Gemüseliste. Und als nächstes sehen wir hier im nächsten Reiter eine Tabelle. Und da sehen wir die Auswahl unserer Gemüse, die sich natürlich noch erweitern lässt. Und dann auch, wann die jeweiligen Gemüsesorten oder Pflanzen, sind ja auch Obst und Salate und Kräuter dabei, ausgesät und geerntet werden können. Im nächsten Reiter können wir sehen, welche Pflanzen sich besonders gut vertragen oder eben nicht. Zum Beispiel sehen wir hier auch richtig, dass Tomaten und Kartoffeln einen gewissen Abstand behalten sollten, aber Tomaten und Basilikum besonders gute Freunde in Mischkulturen sind. Und jetzt kommt das Allerbeste an dieser App. Wir können nämlich hier hinten unser erstes eigenes Beet anlegen. Meins ist ein bisschen größer. Ich weiß es nicht genau, sollte man nachmessen, wenn man es na maßstabgetreu haben möchte. Und bei mir ist das jetzt einfach ja, der Hauptgarten.
Den erstellen wir und da können wir auch mit zwei Fingern wieder zoomen und sehen hier oben schon eine Auswahl der Gemüse, die wir in der Liste haben. Und wenn die länger ist, lässt sich das ja auch noch hin und her scrollen. Ja, jetzt möchte ich als erstes mal festlegen, wo die Kartoffeln hin sollen. Und bei mir wird das auf jeden Fall ein größeres Beet. Und da kann ich hier unten auch nochmal die Reihen und auch die Länge selbst bestimmen über die Buttons und kann aber auch das Beet anwählen und dann löschen oder auch drehen. Mit dem Finger kann ich die einfach per Drag und Drop hier auch verschieben auf dem Beet und die Kartoffeln jetzt in ihrer Größe zum Beispiel anlegen. Wenn ich jetzt als nächstes die Tomaten wähle, kann ich die auch hier anklicken und per Drag und Drop rüberziehen. Und da sehen wir schon, dass hier der böse, böse Blitz kommt und ich einen gewissen Abstand halten sollte zu den Kartoffeln. Der geht hier schon jetzt weg. Ja gut, ich würde noch mehr Abstand halten, aber immerhin sehen wir hier, dass es da Probleme geben könnte. Oh, jetzt sind meine Tomaten verschwunden. Ich hole mal neue. Was auch geht, ist hier Sachen in Mischkultur zu pflanzen. Das gefällt mir besonders gut, dass sich auch mehrere von diesen Pflanzen übereinander legen lassen. Das gibt uns zum einen die Möglichkeit, auch in einem Jahr ja, die verschiedenen Aussaaten hier auch festzuhalten und zu dokumentieren. Da kann man dann zum Beispiel ja, Salat 1, Salat 2, Salat 3 oder sich eigene Namen ausdenken und dann trotzdem auf einem Beet auch Sachen hier übereinander legen. Und dann ja auch so improvisieren, dass es für ein Jahr hier auch nur eine Möglichkeit gibt. Oder man legt den Garten nochmal neu an, denn auch hier kann man Beete neu erstellen und kann sich dann seinen eigenen Garten auch zweimal anlegen, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene oder versetzte Aussaaten ja haben möchte. Man kann hier ziemlich viele Beete erstellen. Ich habe das schon mit 5 oder 6 versucht. Da gab es jetzt für mich offensichtlich erstmal keine Grenze. Und natürlich sehen wir hier auch, dass es verschiedene Jahre zu wählen gibt und man kann auch für die nächsten Jahre die Sachen aus dem Vorjahr wieder übernehmen. Mir gefällt das ziemlich gut. Ich kann mir vorstellen, dass man hier gerade auch über die Auswahl der eigenen Sorten, die man selber anlegen kann und für die man eigene Fotos vergibt, ja, ganz gut eine Dokumentation oder auch Planung für den eigenen Garten vornehmen kann. Und wie gesagt, jede einzelne Pflanze kann man ganz gut anpassen, besonders wenn man sie ja eben hier in der Auswahl über die eigenen Sorten über eine Vorlage anlegt. Dann kann man zum Beispiel auch den Basilikum nehmen und gibt dem vielleicht noch einen speziellen Sortennamen und kann dann auch nochmal die Sachen konkret für sich anpassen. Und dann habe ich auch hier in meinem Kalender den Basilikum Genovese als Extrasorte mit zur Auswahl und kann auch hier wieder aussuchen, wie viel Fläche der einnehmen soll. Und die Sachen finde ich besonders praktisch, dass sie sich auch überlagern lassen, weil ich besonders viel in Mischkultur pflanze. Ich kann mir gut vorstellen, dass man diese App richtig gut nutzen kann, um einmal einen Eindruck zu kriegen, welche Pflanzen gut in Mischkultur stehen oder eben Abstände bewahren sollten. Und hier kann man auch ganz gut dokumentieren oder planen, wie man das in den nächsten Jahren dann vorhat. Und wie gesagt, man kann auch die Pläne aus dem Vorjahr übernehmen und verschiedene Beete anlegen und sich hier auch eigene Maße wählen. Ich zum Beispiel habe auch ein ganz schmales Beet. Dann machen wir jetzt mal 60 breit. Und das heißt dann Tomatenrabatte. Und dann habe ich auch ein Beet genau in dieser Größe und kann mir hier dann die verschiedenen Tomatensorten anlegen und dann auch so dokumentieren, was wo wie stand, um das im nächsten Jahr noch nachvollziehen zu können. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch Apps habt, die sich lohnen für uns Leute, die gerne im Garten unterwegs sind oder einfach draußen in der Natur, dann lasst uns gerne in den Kommentaren dazu in Austausch treten. Ich habe noch eine App-Empfehlung für euch, wo ihr herausfinden könnt, welche Vögel in eurem Garten zwitschern. Wenn ihr mögt, könnt ihr dieses Video gern noch anschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und tschüss!